Ich habe dann im Laufe der Jahre festgestellt, dass mich am meisten am Bier der Pilzgeruch, der so an Kuhstall erinnert, gestört hatte. Und ja, gute Biere stinken eben nicht. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Das war Esther Isaak, der Schmidt-Bohländer, ehemals Chefin vom Bierland in Hamburg-Wandsbek. Was für ein Name. Sie war die Bierkönigin von Hamburg. Ja, mittlerweile dann ja Bierkönigin AD, oder? Oh, jetzt ist sie Bierkönigin in Wittenberg, aber das hören wir später. Erst einmal. Willkommen zur Folge 65 von Hopcast. Wir sind wie immer Regine. Und Stefan. Und wir haben für euch heute auch wieder als Endjahresfolge was ganz Besonderes vorbereitet. Letztes Jahr haben wir ja so 7 kleinere Brauereien gehabt. Das war auch entspannte fast 4 Stunden lang. Ich hoffe, so lang wird es diesmal nicht. Wir machen am Ende des Jahres immer was Besonderes. Und diesmal geht es um Biererweckungsmomente. Aber bevor wir richtig loslegen und einsteigen in dieses wunderschöne Thema, ein paar Worte über diesen Podcast und über uns, für all diejenigen, die uns zum ersten Mal hören und neu entdeckt haben. Wir sind Regine Marxen und Stefan Enrichkeit aus Hamburg. Die eine schreibt, der andere macht Musik. Die eine ist International Beer Sommelier, der andere langjähriger Hobbybrauer. Und zusammen sind wir dort, wo das Bier geschieht. Wir wollen euch in diesem Podcast nicht nur die Vielfalt der Biere zeigen, sondern euch auch die Menschen hinter den Bieren vorstellen. Mit uns lernt ihr die Bierpromis der Szene kennen. Wir nennen sie liebevoll die B-Promis. Es geht um Geschichten vom und ums Bier. Und damit sind wir eigentlich auch beim Thema dieser Folge, oder Stefan? Genau, wir haben euch ja in der letzten Folge aufgefordert, uns kleine Geschichten zu schicken als Sprachnachrichten. Und zwar Geschichten, wie ihr das Bier entdeckt habt, sogenannte Biererweckungsmomente. Das haben wir auch manchmal in unseren Interviews, die wir führen, dass wir eben halt fragen, ey, wo hast du denn eigentlich gemerkt, dass Bier für dich was ganz Besonderes ist? Und da sind oftmals sehr, sehr schöne Geschichten und natürlich auch Geschichten, die wir selber haben. Und genau, die haben wir jetzt einfach mal zusammengefasst. Was sind denn deine oder was ist dein Erweckungsmoment? Ich glaube, du hast das schon mal erwähnt in diesem Podcast, aber ich wette, wenn man drüber nachdenkt, fällt einem noch mehr ein, oder? Das ist das Ding tatsächlich. Ich habe nämlich nochmal drüber nachgedacht, wenn ich das machen müsste, und da kann ich tatsächlich mehrere nennen, was wir allerdings in diesen Interviews auch haben. Da gibt es auch einige, die mehrere nennen. Also ich habe mit 18 auf einer Studienfahrt mal die Carlsberg-Brauerei in Kopenhagen besichtigt. Das war eher noch so in meiner jugendlichen Wirkungstrinkerzeit. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Und dann habe ich irgendwann im Fernsehen, das muss in den 90ern gewesen sein, eine Doku über Bier gesehen. Und da habe ich auch das erste Mal Konrad Seidel gesehen und auch überhaupt das erste Mal das Wort Biersommelier gehört. Das konnte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen. Das kannte ich natürlich nur vom Wein. Und der sagte eben halt auch, dass zum Beispiel das Pils das schlechteste Getränk ist für Food Pairing oder für die meisten Food Pairings. Das fand ich damals natürlich ganz komisch, weil Pils war das Einzige, was mir schmeckte. Das hat noch viele Jahre gedauert, bis ich was anderes entdeckt habe, was man trinken konnte. Das war auf jeden Fall so ein Moment. Was ich damals super fand, war, dass er sagte, Warsteiner ist ein Bier für Leute, die kein Bier mögen. Und das würde ich heute immer noch genauso unterschreiben. Und dann habe ich irgendwann halt Schlappe Seppel entdeckt. Das war in einem Bierpaket drin, was ich geschenkt bekommen habe. Das war mal so was ganz Neues. Kellerbier, das fand ich super. Dann habe ich eine Ernährungsumstellung irgendwann gemacht und so die Biere aus dem Biomarkt ausgecheckt, so Urstoff und sowas. Und da bin ich dann auch beim IPA zum Beispiel von den Riedenburgern gelandet. Das fand ich toll. Und ein Moment war sicherlich auch noch der, wo ich gemerkt habe, dass ich bei Beck's Bier, weil ich davon so viel getrunken hatte, schmecken konnte, wie weit es vom Haltbarkeitsdatum weg ist. Da habe ich auch das erste Mal gemerkt, dass es da Unterschiede gibt. Also auch, das wären so meine, eben mal so ganz schnell rausgehauen. Und ah. Regine, bei dir? Die Becks-Geschichte hast du mir bei einem unserer ersten Dates auch erzählt. Das, damit ja, genau. Und bei mir bist du damit sehr gut gelandet, was ich... Was auch einiges zeigt, nämlich, dass ich durchaus schon sehr früh, schon vor dieser Craft-Bier-Geschichte, bieraffin war und es ja, wie gesagt, immer noch bin. Ich komme aus Flensburg, das heißt, ich bin irgendwie mit diesem Plop groß geworden, mit dieser ganzen Werner-Geschichte und der braunen Flasche. Immer noch eine inhabergeführte Firma und ich finde nach wie vor, dass es auch ein gutes Bier ist, das dort an der Flensburger Förde fließt und weit darüber hinaus. Und
Ich habe, wie gesagt, immer gerne Bier getrunken. Ich habe auch immer lieber Bier getrunken als irgendwelche Cocktails oder so. Und bin dann das erste Mal tatsächlich in Kiel drüber gestolpert. Da fingen so zwei Jungs an, ihr Bier auszuliefern, selber noch damals in kleinen Autos, das sie in der Muthesius Kunsthochschule in der alten MU, wie man es nannte, irgendwie so entwickelt haben. Das war Lillebräu. Und zeitgleich macht ein Laden auf, Brewkammer, die haben ein Biertasting gemacht. Ich habe dort ein Biertasting mitgemacht. Ich fand es irre, was es da für andere Getränke gab. Mein Einsteigerbier war das Trainingslager von Masche. Ich habe schon oft erzählt. Ich finde auch nach wie vor, dass es ein tolles Einsteigerbier ist. Und bin dann nach Hamburg relativ schnell auch gegangen und habe dann hier noch ganz andere Sachen entdeckt. Die Szene war hier ja schon viel weiter mit absolut. Mit Ratsherrn, das alte Mädchen, wo damals schon schöne Biere ausgeschenkt worden sind. Und dann habe ich ein Biertasting mitgemacht bei Beyond Beer. Da gab es nochmal andere, ganz, ganz andere Biere. Und so hat sich das immer mehr entwickelt zu einer Leidenschaft. Und irgendwann haben wir angefangen, diesen verrückten Podcast zu machen. Und ich muss sagen, dieser Podcast hat bei mir ganz viele Aha-Momente ausgelöst. Ich habe so viel über Bier gelernt und Anfang des scheidenden Jahres 2021 diese Biersommelier-Ausbildung bei Markus Raupach angefangen und da tolle neue Leute kennengelernt, die auch alle so bierverrückt sind. Von denen wir glücklicherweise sogar ein paar in diesem Podcast haben, was genau. Auch ganz toll ist. Und was wirklich schön ist, diese Szene macht mir nach wie vor eine Riesenfreude. Ich freue mich auch, darüber zu schreiben inzwischen. Das ist ja eins meiner Standbeine geworden, eins meiner beruflichen Standbeine und insgesamt hat sich daraus viel Gutes ergeben. Ja, absolut super. Ich finde es immer noch lustig. Du hast es ja früher schon immer gehasst, wenn dir irgendwelche Leute irgendwelche Biere als Frauenbiere angeboten haben. Das ist auch immer eine sehr schöne Geschichte und erzähl doch eben nochmal die Geschichte, warum wir dieses Pintglas im Schrank stehen haben. Nee, die bleibt geheim und wer das wissen will, der muss mich persönlich fragen. Die haue ich hier nicht so raus. Aber es ist eine schöne Geschichte. So, aber kommen wir mal zum Bier. Genau, wir haben nämlich hier auch ein Bier im Krug in diesem Falle und das ist das Starke Bock von der Carlsberg Brauerei und zwar der mit K aus Deutschland. Die haben uns irgendwie schöne Biere geschickt und der Grund dafür ist unter anderem auch, dass sie nämlich den Preis gewonnen haben als bestes Bockbier bei Meininger's Craft Beer Award 2021. Und ich muss sagen, höchst verdient. Ich bin eigentlich kein Riesenbockfreund. Also oftmals sind mir die zu stark, zu mastig, aber dieses gute Stück ist wirklich total gut trinkbar. Ja. Und schön kompakt, schön malzig, satt, aber eben nicht überbordend. Ja, ist wirklich echt ganz toll. Irgendwie 6,5% und kann man wirklich gut so wegtrinken. Diese Krüge sind auch ganz toll. Also es macht wirklich Spaß, das zu trinken. Empfehlenswertes Bier, auf jeden Fall. Was könntest du dir zu essen vorstellen? Ja, zum Beispiel, was ich ja ganz gerne mache in diesem Falle, ich mache das immer so aus Scheiße, ich sage ein altes Familienrezept, das ist tatsächlich ein altes Familienrezept, das ist der Sauerkrautauflauf, den meine Mutter immer mit Rauchwürstchen gemacht hat, den machen wir jetzt natürlich irgendwie eher mit Räuchertofu, aber das ist halt Sauerkraut und Kartoffelbrei und zusammen eben mit irgendetwas Geräuchertem als Auflauf und das ist extrem lecker, das kann ich mir damit sehr gut vorstellen. Aber bevor wir hier ins Faseln geraten, würde ich sagen, steigen wir ein in die Biererweckungsmomente. Wir starten mit André Krüger alias Bosch. Das ist ein Blogger, ein Bierliebhaber aus Hamburg. Ihr findet ihn auf Instagram unter @bosch. Und ich sage viel Spaß. Hallo, ich bin Bosch und ich bin Antepper. Mein Craft-Bier-Leben begann am 8.12.2010 um 20 Uhr im Komet Club in Berlin. Ich erhielt eine Einladung mit den Worten: Jetzt kommt Brewdog nach Deutschland, Martin und James kommen auch und laden dich ein, im Rahmen eines subversiven Bierflaschen-Kegelabends sie und ihre Biere als Erster kennenzulernen. Wunderbar, dachte ich hin da. Es gab tatsächlich schon deren Punk-IPA und das Sink the Bismarck, das damals im Battle um das allerstärkste Bier der Welt im Ring stand und ich habe gelernt, dass man Bier aus richtigen Gläsern trinkt und dass man vor dem ersten Schluck Hello to the Beer sagt und es dann in kleinen Schlücken sanft genießt. Deren Bier, obwohl es sich um eine Lounge-Party handelte, gab es danach mangels Vertriebswege jahrelang nicht wirklich. Das hat sich mittlerweile geändert. So richtig ging es los, als ich dann 2012 zurück nach Hamburg zog
Und das erste Mal, als ich auf dem Weg in eine Kaffeerösterei war, zufällig im Craft Beer Store landete, wo Maximilian Mahner gerade für Ratsherrn die Türe geöffnet hat und das gute Bier nach Hamburg gebracht hat. Heute ist das alles zum Glück viel selbstverständlicher. Wir haben mittlerweile gute Bars, Craft Beer Läden in jeder halbwegs größeren Stadt. Man kann schon sagen, es ist vieles besser geworden, wenn auch noch nicht perfekt. Aber wo ist das schon? Also euch alles Gute für 2022 und Prost. Kandidat kommt aus Xanten und er hört auf den Namen Erik Schnickers. Er ist Gründer von Bier Deluxe, Biersommelier und Franchise Manager bei der Biothek und er ist verdammt trinkfest, wie ich während der Ausbildung zur Biersommelier kennengelernt habe, denn er ist einer meiner Alumni-Kollegen. Und die Aftershow-Partys hat er eigentlich immer bis zum Schluss mitbestritten. Nein, man kann sagen, er war zum Schluss auch immer der Host dieser Veranstaltung. Das Ganze fand nämlich online statt auf Zoom. Und er war derjenige, der am Schluss das Licht ausgemacht hat. Bühne frei für Erik. Moin zusammen, der Erik hier. Also mein Biererweckungsmoment, der begann am 24.06.2012. Und zwar habe ich da den Beitrag vom ZDF Zoom Hopfen und Malz verloren geschickt gekriegt von meinem Freund Guido per E-Mail. Und ja, was soll ich sagen? Da habe ich dann erstmal festgestellt, dass es noch was anderes gibt als den deutschen Standard. Und dann haben wir uns gleich auch ein paar belgische Spezialitäten aus dem KEDW besorgt. Und mein erstes wirkliches Geschmackserlebnis war das Chimay Bleu. Das war mit dabei und ich war total geflasht und bin es natürlich auch noch bis heute. Ja, und damit begann die Reise bis heute und ich denke, sie nimmt so schnell kein Ende. Also, alles Gute, macht's gut, ihr Lieben, bis dann, ciao. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. So, und da haben wir doch direkt den Bogen, nämlich zu einem anderen Menschen, die auch das Chimay Bleu als Erweckungsmoment hatte. Die haben wir ganz am Anfang schon gehört. Esther Isaak de Schmidt-Bohländer, die hatten wir im Hotpodcast Nummer 7. Da hatte sie noch das Bierland seiner Zeit. Und sie ist auf Instagram @flaschenpost aus Wittenberge. Und sie macht auch einen Blog, der heißt www.bierguerilla.de. Und hat auch ein Buch zum Beispiel herausgebracht, wo unter anderem Regine auch mitgeschrieben hat und der Bosch und die Sünje, die auch noch hier mit dabei sind. Heute Sünje Nikolaisen und genau, die haben wir jetzt. Ja, hallo. Wie war das mit der Bierbekehrung? Das ist eine spannende Geschichte. Also wir saßen zusammen im Freundeskreis mit einem deutschen Brauer aus Dänemark und seiner Frau und ich hatte diverse Biere mitgebracht, die wir alle mal verkosten wollten. Und dabei war ein britisches, dessen Namen mir irgendwie partout nicht einfallen will, aber ich weiß, es war ein dunkles Industriebier. Und dann gab es noch das Chimay Grand Reserve, das in der blauen Flasche. Aber es war keine schöne Weinflasche, sondern es war eine kleine Flasche. Und ja, wir haben die so durchgekostet und dieses belgische, besondere Zeug, das war wie ein Lichtstrahl vom Himmel und ich lag am Boden und war völlig erschüttert und sagte, ja, ja, Herr des Bieres, jetzt werde ich nur noch Bier trinken und nie wieder Wein trinken. Es waren so interessante Geschmacksrichtungen, es war so weich, es roch so gut und ich habe dann im Laufe der Jahre festgestellt, dass mich am meisten am Bier der Pilzgeruch, der so an Kuhstall erinnert, gestört hatte. Und ja, gute Biere stinken eben nicht und Biere aus braunen Flaschen auch nicht. Und daher
Und seitdem weiß ich, liebe ich besonders gute Biere und vor allen Dingen Biere, die obergärig sind. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger. Die nächste Geschichte führt uns nach Kiel zu Tobias, genauer zu Tobias Böttger. Das ist ein Bierliebhaber an der Förde, der so nett war, seinen Moment mit uns zu teilen. Grüße in die Fördestadt nach Schleswig-Holstein. Hallo, hier ist Tobias aus Kiel. Mein Biererweckungsmoment war eigentlich, dass ich den Podcast CAE 194 über Bier mit Andreas Burg gehört habe. Das muss so 2014 gewesen sein. Und er hat da erzählt über ein Bier, das hieß IPA. Und das hatte ich noch nie so richtig gehört. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe ein paar probiert. Die waren ganz schön, aber dann richtig verstanden habe ich das, glaube ich, als ich das erste Schieper von Kehr wieder getrunken habe. Und seitdem trinke ich immer noch gerne IPAs, aber natürlich nicht nur. So, als nächstes kommt Boogie, Christian Buggentin von den Superfreunden, einem Bierlabel aus Hamburg. Da gibt es auch eine schöne Geschichte, den haben wir nämlich kennengelernt. Da hatten wir gerade den Podcast mit Esther aufgenommen, der dann halt Hopcast Nummer 7 werden sollte und waren im Silbersack bei einer Veranstaltung, ich glaube es waren 5 Jahre Prototyp von Kehr wieder. Und Kehr wieder haben wir eben auch bei dem Beitrag davor gehabt. Toll, was für eine Wahnsinnsklammer. Und Boogie hat uns erzählt, dass er unseren Podcast immer hört und dass er das auch ganz spannend findet. Das war für uns ganz neu, weil wir hatten ja ganz wenige Folgen raus und haben uns immer gefragt, wer hört sich das überhaupt an? Und das war wahnsinnig motivierend. Und die Superfreunde waren bei uns auch im Hopcast. Und genau, mit denen verbindet es uns schon ganz lange. Und ich zum Beispiel bin ein großer Fan von dem Pilz von den Superfreunden. Das ist eins meiner absoluten Lieblingspilze. Auf jeden Fall, Bühne frei für Boogie. Ja, moin, hier ist Boogie von den Superfreunden. Ja, mein besonderer Moment mit Bier war 2011 in Hamburg, wo ich einen alten Freund wieder gesehen habe, nach einer sehr, sehr langen Zeit. Und da sind wir im Craft Beer Store in Hamburg zufällig gelandet. Und das war für uns das Ding so. Wir haben ein Punk IPA von Brewdog getrunken. Und ja, bis heute teilen wir diese Leidenschaft und ja, für mich nicht nur privat, sondern auch beruflich. Und das ja, war für uns wirklich ein schöner Moment, an den wir uns auch immer wieder erinnern und bis heute auch den miteinander teilen. Es folgt ein Kollege von mir, nämlich Benedikt Ernst. Er ist Redakteur bei Essen und Trinken, er ist Bierliebhaber und er ist Co-Autor bei einem Buch, das wir schon erwähnt haben, dessen Titel lautet Unser täglich Bier, gib uns heute, herausgegeben von Esther Isaak, die Schmidt-Bohländer. Ich sag den Namen so gerne. Benedikt hatte auch einen großen Moment und er hat auch mit Brewdog zu tun. Ich finde es total interessant, wie wichtig Brewdog in der frühen Phase der deutschen Craft-Bier-Szene war. Absolut. Bühne frei für Benedikt. Ich erzähle auch gerne von meinem Erweckungserlebnis in Sachen Bier, obwohl das gar nicht so einfach ist. Also so das ursprüngliche Erweckungserlebnis, das könnte ich gar nicht mehr so genau definieren, denn ich komme aus Oberfranken, bin dort aufgewachsen und halt auch genau in einem dieser Landstriche, wo wirklich in jedem Dorf eine Brauerei steht. Und da bin ich natürlich mit einer großen Vielfalt aufgewachsen. Das war ganz toll. Hab da eben aber auch nur die Vielfalt der, naja, klassischeren Stile kennengelernt. Also helles Pils, dunkles Weizen, gerne mal unfiltriert, alles schön und gut, aber dann natürlich auch sehr geschlossen, sage ich mal. Und es gab auf jeden Fall ein zweites Erweckungserlebnis, da kann ich sehr genau mit dem Finger drauf zeigen. Das war nämlich im Sommer 2011, kurz nachdem ich nach Hamburg gezogen bin. Und da gab es eine heute legendäre Bierverkostung von Brewdog in der Soul Kitchen Halle in Wilhelmsburg. Eingeladen hatte Esther Isaak vom ehemaligen Bierland Hamburg, das es ja leider nicht mehr gibt. Und ja, Esther ist ja total bekannt dafür, dass sie
wahnsinnige Pionierarbeit in ganz Norddeutschland geleistet hat, was eben ja gutes Bier, Craft Beer, wie auch immer man es nennen will, betrifft. Und ich sehe mich noch genau, wie ich vor dieser Halle stehe und Esther irgendwie den 10er Eintrittsgeld in die Hand drücke. Und wenig später hatte ich dann schon ein 5 a.m. Saint von BrewDog in der Hand. Und ja, schon beim Riechen wurde mir da relativ schnell klar, dass das hier was ganz Großes ist. Also es war was ich so noch nie gerochen und geschmeckt habe. Und ich dachte, ich kenne mich gut mit Bier aus. Tja, das hat nochmal den Horizont ganz anders geöffnet. Und das war, ja, es war so besonders und so intensiv und trotzdem irgendwie leicht verständlich. Ja, also das Potenzial dieses Themas war mir wirklich beim ersten Riechen klar. Und das war wirklich, ja, groundbreaking. Und dann kam noch so die ganze Inszenierung dieses Abends. Also das war auch einfach eine andere Erzählung, wie ich sie kannte. Also ja, BrewDog, wie man sich es eben vorstellt, es war witzig, es war selbstironisch. Es war so ein bisschen größenwahnsinnig, was sich ja dann später als durchaus berechtigt herausstellen sollte. Also BrewDog ist ja dann irre gewachsen in den Jahren danach. Und das wurde zu einem Riesending. Und was mir aber halt vor allem gefallen hat, ist, ja, wie Bier da inszeniert wurde, dass es eben nichts Selbstverständliches ist, was halt so dazugehört und was irgendwie nur so und so viel kosten darf und so. Also Bier war so der Star des Abends und es hat einen riesigen Genusswert und es kann mal überraschen und definiert sich halt ausschließlich über die Qualität. Und ja, das hat mir total imponiert. Und ich glaube, ich war da auch bei Weitem nicht der einzige Hamburger oder Hamburgerin an dem Abend, wo das große Spuren hinterlassen hat. Also ich kann mich da vor allem an meinen Freund Christian erinnern, der damals an diesem Abend, wir haben uns da kennengelernt, er hat Lehramt studiert, war so ein bisschen angenervt. Ja, und wenig später hat er das Studium dann geschmissen, um ja, Brauer zu werden, und wurde dann zum ersten Azubi von Olli Wesselow in der Care wieder in Harburg. Also ja, ein Abend, der wirklich Folgen hatte, und ich bin total glücklich, dass ich damals dabei sein durfte, immer noch, und erinnere mich sehr gerne dran. Im Nachhinein würde ich nur sagen, ich hätte wirklich nicht mit dem Fahrrad nach Hause fahren sollen. Das war einfach nur dumm. Aber naja. Kommt alle gut rein. Ich wünsche euch ein gutes 2022. Bis bald. Ciao. Als nächstes ein Hörer und Bierpromi, Andreas Gnifke oder sogar Dr. Andreas Gnifke aus Trier. Der Mann hat mittlerweile das Bier zu seinem Beruf gemacht, ist Biersommelier, und kennengelernt haben wir ihn. Wir haben mal aufgerufen vor ungefähr anderthalb Jahren, als wir eine Woche in Bamberg waren, ob sich irgendjemand von den Hörern mit uns treffen möchte. Und da haben wir nämlich Andreas kennengelernt. Der war nämlich auch gerade da, und dann haben wir ein Bierchen getrunken auf dem Keller, und seitdem haben wir einen ganz guten Kontakt, und genau. Deswegen ist er hier mit am Start. Hallo zusammen, ich bin Andreas Gnifke, Biersommelier aus Trier. Mein Biererweckungserlebnis ist schwer zu sagen. Ich komme ursprünglich aus der Bierstadt Koblenz an Rhein und Mosel. Und da trinkt man natürlich Königsbacher Pilz. Besser gesagt, hat man getrunken. Und die Chance ist relativ groß, dass ich mit einem Königsbacher zum ersten Mal mit Bier in Berührung gekommen bin. Als Schüler sind wir dann aber schnell umgestiegen auf das Oettinger Pilsener. Das gab es recht günstig im Discounter direkt neben der Schule. Und damals war es auch so, dass man das Bier auch noch mit ins Fußballstadion nehmen konnte. Deshalb sind wir immer am Wochenende zu den Spielen der TuS Koblenz gepilgert mit dem ganzen Rucksack voller Oettinger. 1996 bin ich dann nach Trier gekommen. Und das war ein schwieriges Jahr für die Trierer Bierwelt, denn dort hat die letzte Brauerei in Trier zugemacht. Das war die Löwenbrauerei. Und kaum war ich da, hat die letzte Brauerei zugemacht. Das war dann vielleicht so ein bisschen wie Schicksal. Ich habe mich dann auf jeden Fall erst einmal auf Wein konzentriert, weil in der Stadt gab es im Prinzip nur noch die Biere der beiden ganz großen Brauereien hier aus der Region. Und der Wein, wir leben hier in der Weltklasse Riesling-Region, hat mich dann natürlich auch sehr abgeholt. Ich habe mich dann auch wirklich sehr, sehr eng damit befasst und hatte dann auch für ein Magazin gearbeitet und hatte dort meine Weinkolumne. Und dann kam aber das Bier wieder ins Spiel. Und im Jahr 2014 war ich zuerst tatsächlich auch aufgrund alter Fußballkontakte in Augsburg und war da zum ersten Mal in der Brauerei Riegele. Dort hatte ich, das weiß ich heute noch wie gestern,
ein Arthur Doppelbock. Es war nicht viel los, wir waren morgens da und der wurde gestachelt und ich war ganz beeindruckt davon, von diesem Effekt. Und es hat dann gar nicht lange gedauert, bis mir Riegele wieder begegnet ist. Das war nämlich dann im Oktober 2014 auf dem Bierfestival in Trier. Das war das erste Trier-Festival im Plesiusgarten bei Kraftbräu. Und dort bin ich zum ersten Mal wirklich mit der Biervielfalt in Kontakt gekommen. Riegele war wie gesagt auch da, aber es war auch da der Bierzauberer, Günther Tömmes war da. Es war da, ich weiß noch, dass Zilz da war, eine Brauerei, die es leider nicht mehr gibt, aus Naurath. Die hatten ein wundervolles Rauchbier dabei. Da habe ich mir dann gleich noch große Literflaschen mit nach Hause genommen. Und dort bin ich, wie gesagt, zum ersten Mal wieder mit dieser Biervielfalt in Kontakt gekommen und bin da bis heute nicht von weggekommen. Und wie es der Zufall so will, 2014 im Plesiusgarten ist es geweckt worden oder neu erweckt worden. Heute arbeite ich als Biersommelier im Plesiusgarten Trier für Kraftbräu und versuche meine Bierleidenschaft dort jetzt weiter zu verkünden in Tastings und direkt am Gast. Hopcast, a dibi Hopcast, a dibi Hopcast. Es geht nach Halle zu Markus Meyer, der uns berichtet, wie er zum ersten Mal den Geruch eines Bieres wahrgenommen hat. Bühne frei für Markus. Hallo. Wann ich meine Liebe zum Bier entdeckt habe, kann ich so genau gar nicht mehr sagen, aber ich hatte mein Biererweckungsmoment mit dem Thema Craft Beer das erste Mal vor 9 Jahren, im Dezember 2012. Da habe ich das erste Mal das Hopfenstopfer Citra Ale getrunken. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich damals mehr am Bier gerochen habe und statt daran getrunken habe. Und seitdem trinke ich dieses Bier immer wieder gerne und denke jedes Mal an diesen Moment. Wir reisen nach Lübeck zu Udo, Kruziel. Der kommt aus der Gang um Maximilian Anders von Anders Ale. Der übrigens, was ganz lustig ist, ist mir jetzt gerade aufgefallen, in der Folge der Jahresendfolge 2020 dabei war. Von vor einem Jahr, genau. Lustig. Also, Udo Kruziel, der braut da. Der ist Diplom-Biersommelier und Experimentalbrauer. Und erzählt uns ein bisschen was, wie er zum Bier gekommen ist. Und er hat es leider nicht geschafft, uns das als Sprachnachricht zu schicken, weil die zu viel zu tun hatten vor Weihnachten und hat uns stattdessen einen kleinen Text geschickt, den Stefan jetzt eingelesen hat. Also, wie war das eigentlich damals? Schuld war mein damaliger Musiklehrer Peter Bennemann aus Weihe bei Bremen. Er war öfter in den Sommerferien in Irland. Irgendwann sind ihm dort Homebrew-Kits ins Auge gestochen und er brachte uns Jungs in der Musikgruppe je ein Stout-Braukit mit. Ich war damals 15 Jahre alt und sehr an Chemie und Physik interessiert. Also frisch ans Werk und dem minimalistischen Rezept folgen 20 Liter Wasser und das zur Verfügung gestellte 2,5 Kilo Flüssigmalz vermengt und unter Zugabe des beigefügten Tütchen Hopfens gekocht. Da es zu dieser frühen Zeit noch keine der heutigen Hobbybrauerversender gab, wurde Mamas 25 Liter Gurkenfass zur Vergärung missbraucht. Wider Erwarten wurde es ein sehr gutes Bier. Und damit war der weitere Weg klar vorgegeben. Der Schüler meldete sich beim Hauptzollamt Osnabrück als Hobbybrauer an und ging auf die Suche nach Zutaten. Es war damals nur ein Händler im Schwarzwald ausfindig zu machen, bei dem es diverse, wenn auch nur deutsche Zutaten per Post aus einem DIN A5-Heftchen ohne Bilder zu bestellen gab. Bis zum Beginn der Studienzeit, die mich in den Bereich der Keramik führte, wurden diverse Bierstile versucht, dem Stout war ich aber immer sehr verbunden. Warum ich nie den Drang nach Weinstefan oder Berlin verspürte, kann ich heute gar nicht mehr sagen. Während des Studiums und danach hatte ich das Glück, sehr oft in Amerika zu verweilen. 1982 war es in der Ostküste mit Craft Beer noch nicht weit her. Also musste man sich mit dem üblichen oder teuren Imports aus Europa zufrieden geben. Bei dem nächsten längeren US-Aufenthalt von 1990 bis 1992 war das schon viel angenehmer. In den Neuengland-Staaten gab es damals 45 Kraftbrauereien und Brewpubs, die wir mit unserem Dreier-Brauteam alle persönlich heimsuchten. In der Zeit durften wir bei den Hudson Valley Homebrewers mitmischen und haben viele Spezialisten kennengelernt. Die tolle Welt von US-Homebrew-Shops hat uns natürlich stark begeistert. Hier kam ich dann auch erstmal mit meinem zweitliebsten Bierstil, dem IPA, in Berührung. Der wurde dann nach der Rückkehr im heimatliche Gefilde ausgiebig gebraut und meinen Freunden vorgeführt.
Als so um 2016 der Brewie Vollautomat im Crowdfunding auftauchte, war das ein klares Ziel, von der alten Einkochertechnik auf etwas Modernes umzusteigen. Die ersten Sude waren sehr abenteuerlich, da die neue Technik noch nicht voll ausgereift war. Aber mit etwas elektrischem Verständnis und Computeraffinität keine große Hürde. Ab 2018 ging es dann rasant in den kommerziellen Bereich der Brauerei. Maximilian Anders und ich liefen uns bei einem Hobbybrauertreffen in Lübeck über den Weg. Als dann im September des Jahres Anders Ale aus der Taufe gehoben wurde, war mir klar, da machst du mit. Max brachte sowieso Hilfe und ich wollte auch mal mehr als 20 Liter am Stück erschaffen. Der schon lang gehegte Wunsch nach der Ausbildung zum Biersommelier wurde Anfang 2019 in die Tat umgesetzt. Der nächste Schritt war die Anschaffung einer semiprofessionellen 70 Liter Kompaktbrauanlage aus China, mit dem seither alle Brauversuche bei Anders Ale und der bekannte Rote Hahn im Taproom bestückt werden. Der direkte Kundenkontakt sowie die Betreuung der Hobbybrauer im Großraum Lübeck machen wahnsinnig viel Spaß und fördern die Verbreitung des Craftbier-Gedankens. Die Riege der Biersommeliers in der Sektion Nord öffnet viele Türen und führt Gleichgesinnte zur Verbreitung des Biergedankenguts zusammen. Das sind bis hierher 44 Jahre mit viel gutem Bier in vielen Ländern dieser Welt. In diesem Sinne, Prost und gut Sud! Wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. So, als nächstes auch ein Hobbybraukollege, der tatsächlich einfach 80 Meter über die Straße wohnt. Kennengelernt haben wir Bernd Strehl, als wir auch ganz am Anfang, ich glaube 2018 im April, das erste Mal quasi ein Hopcast-Live-Event gemacht haben mit Sophia Wenzel und Fiete von Wildwuchs. Und da waren wir alle bei mir im Studio und haben alle möglichen Biere verkostet. Und da war Bernd mit einem Kumpel dabei und seitdem kennen wir uns. Und Bernd hat seitdem ganz viel gebraut, braut wirklich ganz tolle Biere, hauptsächlich im Lagerbereich. Und gelegentlich gehe ich auch mal die Straße, hänge bei ihm rum. Er hat nämlich auch Bier vom Fass und wir trinken ein paar Bierchen. Bühne frei für Bernd. Bin in so einem klassischen Pilztrinkerhaushalt aufgewachsen und kannte auch lange Zeit nichts anderes. Das wurde dann irgendwie so langweilig, dass ich eigentlich keinen Bock mehr auf Bier hatte. Zu irgendeinem Geburtstag, also meinem Geburtstag, das müsste so 2015 gewesen sein, war ich dann beim Getränkehändler und habe zum ersten Mal andere Bierstile von Ratsherrn gesehen und habe aus Interesse eine gemischte Kiste mit, was war das, Rotbier, Pale Ale und IPA mitgenommen. Das war so ziemlich der Schlüsselmoment, in dem ich erkannt habe, dass Bier auch komplett anders schmecken kann und dass es überhaupt andere Stile gibt. Danach habe ich dann immer in den Supermarkt geschaut, ob ich was finde, was ich noch nicht kenne und mich dann noch mit ein paar Freunden durch die verschiedenen Stile getrunken. Das ist dann irgendwann so exponentiell eskaliert und ich war regelmäßig bei Läden wie Beyond Beer und habe mich durch super viele verschiedene IPAs probiert. Natürlich auch ein paar andere Stile, aber irgendwie war es irgendwie so krasser IPA-Hype, wie bei vielen Leuten. Ne? Zu dem Zeitpunkt vor circa 4 Jahren, muss das gewesen sein, kam dann auch noch selber Brauen dazu, wodurch ich nochmal einen anderen Blick bekommen habe auf das ganze Thema Bier. Das war also so eine Art zweiter Schlüsselmoment. Bei meiner Präferenz von Bierstilen bin ich dann nach über 500 IPAs, ich glaube, ich habe es gestern gerade nachgeguckt auf Untappd, es waren über 800 IPAs und Pale Ales oder so, bin ich irgendwie jetzt wieder bei Lagern gelandet, als ich mich zum ersten Mal durch den oberfränkischen Raum getrunken habe, wo die Biere dann auch etwas mehr Charakter haben. Also da schmeckt halt auch ein Lagerbier richtig gut und ist halt nicht so, ja, langweilig, ne? Die können halt alle ein bisschen mehr. Ja, und davon ist jetzt auch bis heute mein Brauen und Biertrinken geprägt. Auf geht's nach Frechen in den alten Bahnhof zur Gleisbrauerin Julia Trunz. Mein Name ist Julia Trunz, ich bin Gleisbrauerin im alten Bahnhof in Frechen, seit 2019 auch Biersommelier und auf Insta als die Virologin unterwegs und bin einfach begeistert vom Bier und vor allen Dingen von den eigenen selbstgebrauten Kreationen, also das obergärige Wies von uns, das Lockstoff, das kann zu jeder Gelegenheit getrunken werden. Aber ich schätze natürlich auch andere Brauereien und deren Biere sehr. Und eins meiner Lieblingsbiere ist das Ab 12 von der St. Bernardus Brauerei aus Wartau in Belgien. Das ist einfach sensationell lecker. Das empfehle ich zu jedem Tasting als Abschluss und das ist ganz oft bei mir dabei. Und wenn das nicht so stark wäre, würde ich das tatsächlich schon zum Frühstück trinken. Aber mit 10 Umdrehungen muss man eher vorsichtig sein. Das erste Mal habe ich das Quadruppel nach einem Essen in unserem Lieblingsferienort Westkapelle getrunken. Aber weil ich auch ein großer Fan davon bin, die Biere an ihren Geburtsstätten zu verkosten,
versuchen wir seit ein paar Jahren einmal im Jahr mindestens nach Wattau, nach Belgien zu fahren und dort auf der Rooftop-Bar über die Hopfenfelder zu blicken und dann ein ja, frisch eingeschenktes Quadruppel, den Ab 12, zu genießen. Das ist ein ganz tolles dunkelbraunes Bier mit cappuccinofarbenem Schaum und dann wird der Gaumen verwöhnt mit Aromen von Vanille, Karamell, Schokolade und das ist einfach unfassbar lecker und das ist ein Genuss und der geht sowohl mit Käse als auch zum Dessert mit Schokolade und das ist ein Bier, das geht immer und das ist so lecker und ich freue mich darauf und ich habe zu Weihnachten auch die 075er Flasche, die Magnum Flasche bestellt und habe noch eine Weihnachtsedition des Bieres auch am Start. In diesem Sinne, habt's fein und bleibt positiv gestimmt und hoffentlich negativ getestet. Alles Liebe. Jetzt kommt ein Mann, der hat sowohl das Neue und auch das Alte Testament sozusagen geschrieben, nämlich einen Riesenschinken namens Bierbrauen und jetzt ganz neu ein Buch namens Bierverstehen. Ich rede von Jan Brückelmeier, ein Deutscher, der in den USA lebt, mit ganz viel Biersachverstand, ganz tolle Standardwerke schreibt und wir freuen uns sehr, dass auch er uns einen kleinen Beitrag geschickt hat. Die Erweiterung meines Bierhorizonts oder warum IPA und ich einen schlechten Start hatten. 2008 bin ich das erste Mal in die USA gezogen. Das war ein super heißer Tag. Wir sind mit dem Fahrrad ins nächste Pub gefahren, der so eine Art Biergarten gehabt hat. Und ein Freund hat zu mir gesagt, also, ich richtig schön ausgepowert, richtig schön geschwitzt, da mit dem Fahrrad angekommen. Und ein Freund von mir schaut auf die Karte und sagt, hey, die haben Dogfish Head 90 Minutes IPA. Ich, keine Ahnung von amerikanischen Craft Beer und IPAs, bestelle mir also auch eins und ziehe ordentlich an diesem Bier an. Pause, Stille im Biergarten, man konnte die Kakteen durch die Gegend rollen sehen. Dann habe ich erstmal einen ziemlichen Schrei getan und war kurz davor, das Bier meinem Gegenüber ins Gesicht zu spucken. Es hat dann ungefähr so 3 Monate gedauert. Während der Zeit hatte sich IPA und ich nicht wirklich was zu sagen, aber danach sind wir relativ gute Freunde geworden. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Auch Jan Brückelmeier brauchte offensichtlich mehrere Schlucke eines IPAs, um sich zu verlieben. Der Trend geht übrigens zum Zweitstandardwerk, denn die Dame, die jetzt folgt, ist auch Bierbuchautorin, nämlich ultimative Bierbuchautorin. Sie hat den ultimativen Bierguide geschrieben und den ultimativen Brauguide. Sünje Nikolaisen wohnt in Hamburg, ist eine Frau des nordfriesischen Gemüts und beschreibt uns im Folgenden, wie die jungen Mädchen ins alte Mädchen kamen und dort Bier lieben lernten. Hallo liebe Hopcasts, hier ist Sünje und ich wollte euch gerne meinen Biererweckungsmoment verraten. Der ist nicht sonderlich glorreich, vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber er ist auf jeden Fall total gut dokumentiert dank eines Facebook-Posts aus dem März 2014. Ich habe tatsächlich bis 2014 ausschließlich Pilz aus grünen Flaschen getrunken und das war ein Abend, den ich mit einer Freundin im alten Mädchen verbracht habe. Das ist eine Craft Beer Kneipe in Hamburg. Und der Facebook-Post, der lautet auch alte Mädchen im alten Mädchen. Und auf dem Foto sieht man zwei Trappistenbiere, und zwar Trappist Rochefort 6 und Trappist Rochefort Nummer 8. Und das waren die beiden Biere, mit denen wir den Abend abgeschlossen haben, nachdem ich davor das allererste Mal in meinem Leben einen Zwickel getrunken habe und ein Rotbier. Das Rotbier fand ich damals schon echt interessant, weil ich gar keine malzigen Biere kannte. Und das, ja, die beiden Trappistenbiere waren dann wirklich so der Moment, wo mir bewusst wurde, was Bier tatsächlich alles kann. Und naja, wie die Geschichte dann weiterging, das weiß vielleicht der ein oder andere. Ich habe dann irgendwann darüber ein Buch geschrieben, ja, vielleicht sogar zwei. Ja, in dem Sinne, Prost.
Wir bleiben in Hamburg und zwar geht's nach Volksdorf zu Thorsten Schlosser von Locksmith Brewing. Das ist einerseits eine kleine Brauerei und andererseits auch ein Craft-Beer-Shop und wir haben schon gehört, dass die Menschen, die in der Gegend leben, total happy sind, dass da jetzt auch was ist, wo man Craft-Beer kaufen kann. Und lustigerweise, mein Sohn lebt nämlich in Volksdorf, hat der mir nämlich auch einen Viererträger zu Weihnachten geschenkt und da war unter anderem das West Coast IPA drin von Locksmith und das war tatsächlich ziemlich lecker. Also insofern, gute Wahl. Guter Laden und wir sind gespannt, was Thorsten zu erzählen hat. Ja, moin, Thorsten von Locksmith Brewing hier aus Hamburg. Auf dem Wege wollte ich euch ganz kurz meinen Biermoment schildern, wie ich so wirklich zum Bier gekommen oder beim Bier geblieben bin. Hin und wieder habe ich natürlich auch gern mal ein Bierchen getrunken, wie das fast jeder macht, aber natürlich ganz klassisch, hell und untergärig. Und 99 im Chemiestudium hatten wir ein Verfahrenstechnik-Praktikum und da stand noch so eine alte Rührapparatur rum, 100 Liter. Und irgendeiner hat gesagt, damit kann man bestimmt Bier brauen. Und da haben wir gesagt, ja, bestimmt, aber wie braut man eigentlich Bier? Und da haben wir uns ein bisschen schlau gemacht und haben Bier gebraut. Aber am Ende des Tages war das nicht wirklich genießbar. Also irgendwie hat es nicht geschmeckt. Und ich habe mir gedacht, kann ja nicht sein. Ist ja keine Raketentechnik. Dann habe ich bei mir in der Nachbarschaft die Licher Brauerei besucht und hatte da einen ganz spannenden Tag mit dem Braumeister und habe da den Einblick in den Brauprozess und in verschiedene andere Sachen bekommen. Habe mir sogar Rohstoffe mitnehmen dürfen, Hopfen, Malz und ein bisschen Hefe und habe dann ein obergäriges Bier gebraut, ein Weizenbier. Zu Hause in dem Einkochtopf meiner Oma, der leider danach auch Schrott war. Aber das Bier war mega lecker und ich mir gedacht habe, oh cool, wie kriegt man so ein leckeres Weizenbier im ersten Schuss hin? Da geht bestimmt noch mehr. Und so bin ich auch beim Bierbrauen geblieben und habe dann hobbybrauermäßig immer wieder Bier gebraut, neue Sachen auch ausprobiert. Und so ist es dann auch gekommen, dass wir 2000 unser Label gegründet haben und jetzt auch als Gypsy-Brauer unterwegs sind. Hier vor 8 Wochen in Hamburg-Volksdorf in der Craft-Bier-Wüste Hamburgs einen Craft-Bier-Store aufgemacht haben, Tastings anbieten. Ja, so bin ich mit meiner Frau zum Bier gekommen. Meiner Frau ist es ähnlich, auch absolut bierverrückt und ja, wir leben unsere Leidenschaft und machen es auch immer mehr zu unserem Business. Hopcast, Hopcast, Hopcast. Jetzt wird's offiziell, Holger Eichele. Hallo, mein Name ist Holger Eichele, ich bin Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbundes in Berlin und ich tue mich wirklich schwer mit der Frage, was war mein Biererweckungsmoment? Da gab es so viele in meinem Leben. Wir sind ja als Deutscher Brauerbund zuständig für alle 1500 Brauereien in Deutschland, kleine, mittlere, große Brauereien, deren Interessen wir vertreten, für die wir arbeiten. Und deswegen ist es für mich unmöglich, mich auf ein Bier oder auch nur einen Bierstil festzulegen. Was ich toll finde und was für mich so eine Art Erweckungsmoment war, ist zu sehen, wie unglaublich die Vielfalt bei alkoholfreien Bieren gewachsen ist, wie hochwertig alkoholfreie Biere in Deutschland sind, geschmacklich ganz toll. Da kann man viele Entdeckungen machen. Wir haben 700 verschiedene Marken alkoholfreier Biere im Moment im Markt und es werden jeden Monat mehr und das halte ich für eine Riesenerrungenschaft, eine echte Innovation und das macht uns auch so schnell keiner nach. In diesem Sinne, cheers, ein gutes neues Jahr und auf bald. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier. Bleiben wir bei alkoholfreien Bieren und kommen wir zu jemandem, der sich damit wirklich gut auskennt. Lothar Santer, der Bierprediger und Gründer des gleichnamigen Blogs für alkoholfreie Biere und Hopcast-Hörer. Ja, moin. Mein Biererweckungsmoment, den hatte ich vor ungefähr 10 Jahren. Obwohl ich schon seit ungefähr 30 Jahren Bier trinke. Pilz ging damals immer, ab und zu mal ein Alt- oder ein Weißbier. Und nie Kölsch oder Krombacher. Aber ich habe mich bis dato nicht so sehr mit dem Biergeschmack auseinandergesetzt.
Vor ungefähr 10 Jahren habe ich zum ersten Mal ein Bier der Brasserie Die Kirch aus Luxemburg getrunken. Alles andere als Craft Beer. Die Kirch gehörte und gehört immer noch zu InBev. Es war ein Grand Cru von Die Kirch. Eingeschüttet im Glas schaut es toll aus. Ich hätte es mir stundenlang ansehen können, wenn die Schaumkrone sich nicht so schnell verflüchtet hätte. Aber kupferrot ist es im Glas und das sieht einfach fantastisch aus. Malzbetont im Antrunk und würzig im Abgang. Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Quasi der Startschuss und meine Neugierde, die war geweckt. Anfangs wollte ich wissen, was die Welt so trinkt. Und ich habe mich von den Färöerinseln über Liechtenstein nach Neuseeland durchprobiert. Erst später kam ich auf den Craft-Geschmack. Da war Meisels and Friends der Türöffner. Und was wurde aus meinem Die Kirch Grand Cru? Im März 2018 trank ich es zum letzten Mal. Ein Prädikanten-Ausbildungskollege hat es mir besorgt, weil er in Luxemburg arbeitet. Es hat mir da aber nicht mehr so gut geschmeckt wie beim ersten Mal. Wie ich es jetzt schmecken würde, kann ich nicht sagen. Am 3. November 2018 habe ich mein letztes Bier getrunken, das Alkohol enthalten hat. Aber Die Kirch ist bei mir in mein Kleinhirn reingebrannt. Das war für mich mein Biererweckungsmoment. Jetzt kommen wir zu Johannes Sauer und ich habe mich sehr gefreut, dass er mitgemacht hat. Ich folge ihm seit einiger Zeit auf Instagram. Dort findet man ihn unter dem Namen Bierdoktor. Und tatsächlich hat er sich diesen Namen auch schützen lassen. Und er ist tatsächlich Arzt, Ausgebildeter und er ist Biersommelier. Und diese Leidenschaften teilt er eben unter anderem auf Instagram. Er hat vor kurzem eine wunderschöne Booster-Aktion gemacht bei Felix vom End von Orca Brau. Und das hat mich sehr beeindruckt und ich muss sagen, das war Nürnberg, denn dort ist ja Orca Brau beheimatet. Ich wäre gerne dort gewesen, um mich dort boostern zu lassen. Für einen Bierfan ist das doch was ganz Großes, sich in einer Brauerei nochmal impfen zu lassen. Auf jeden Fall. Ja, servus, ich grüße euch. Hier spricht der Bierdoktor, auch bekannt als Johannes. Und mein Biererweckungsmoment war damals mit 15, 16 Jahren auf einem Volksschützenfest hier in Bayern, die es ja hier zahlreich gibt, als ich einen Steckerlfisch gegessen habe, also so einen schönen, salzigen, gegrillten Fisch, Makrele oder Forelle oder Saibling und dazu eine frisch gezapfte Mass, eiskalt, bayerisches Festbier dazu getrunken habe und diese Geschmackskombination aus salziger Haut, gegrillter Fischhaut mit diesem wuchtigen, süffigen, geilen Getränk. Diese Kombination, da wusste ich sofort, wow, ich bin hin und weg. Bier, das ist einfach, du bleibst bei mir. Und andere Geschichte war noch, als wir haben eine kleine, ich bin in einem kleinen Dorf in Bayern groß geworden und da gab es eine Eisdiele namens La Dolce Vita und der Gino, unser Freund, hat halt immer schön Eis verkauft, aber hatte auch Schneiderweise im Verkauf und ja, wir sind irgendwann dann so mit 14, 15 sind wir dann vom Spaghetti-Eis zur Schneiderweise gekommen. Damals haben wir immer noch eine Zitronenscheibe auch rein. Das passt ja auch ganz gut. Wir haben halt statt Radler haben wir quasi nur Zitronenscheibe reingeschmissen. Und im Sommer war einfach das mega gut. Da haben wir mit der Zitronenscheibe das getrunken. Und im Winter haben wir die Zitronenscheibe weglassen. Und die Schneiderweiße ist auch so ein Getränk, was für mich ein Biererweckungsmoment ist. Und ich gesagt habe, okay, da bleibe ich dabei. Also ganz klassisch, bayerisch,
helles Festbier auf dem Volksfest und Weißbier in der Eisdiele. Das waren meine Biererweckungsmomente. Hey yo, komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Bier, 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 Bier. Ja, und jetzt kommen wir zu Hopcast-Hörer und Bierfreund Martin Macke aus Hamburg. Ja, mein Erweckungsbier war ein Matrosenschluck von Ratsherrn und zwar ganz klassisch bei so einer Brauereiführung. Den habe ich da verkostet und dachte so, wow, das wäre irgendwie cool. Ich war vorher schon auch immer gerne Weizenbiertrinker, also schon immer von Natur aus so eher trübe Biere. Und ich wusste es damals noch nicht, was es war, aber ich bin heute überzeugt davon, dass es damals der Hafer war, der mich dann auch vielleicht gestochen hat, aber zumindest erweckt hat. Und ich trinke das Bier heute auch immer noch total gerne. Stehe auch immer noch auf irgendwie so eher Richtung Hazy und Naipa und sowas. Also schon etwas mit Hafer drin. Ich glaube, das war's, was mich erweckt hat. Prost Welt! Zeit, Vanessa zu Wort kommen zu lassen. Vanessa ist Biersommeliere. Sie kommt aus Ludwigsburg, heißt mit vollen Namen Vanessa Pantoudis. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ich habe Vanessa kennengelernt im Zuge eines Alumni-Treffen der Bierakademie, der Deutschen Bierakademie, wo wir beide unseren Biersommelier gemacht haben. Und sie war sofort voller Begeisterung dabei und hat sofort eine Sprachnachricht geschickt, als ich von unserer Idee erzählt habe, Biererweckungsmomente zu sammeln für diese Folge. Vielen Dank, Vanessa, für deinen Moment. Ja, hallo, hier ist die Vanessa aus Ludwigsburg. Ich bin 31 Jahre alt und ich hatte dieses Jahr das große Glück, das große Vergnügen, die große Freude, meinen Biersommelier bei der Deutschen Bierakademie ablegen zu dürfen. Und das war tatsächlich so das große Highlight auf jeden Fall dieses Jahr. Und ja, seitdem habe ich einfach das große Glück, sehr, sehr viele tolle Menschen im Bierbereich kennenlernen zu dürfen. Und so kam ich dann auch auf euch beide im Rahmen unserer kleinen Weihnachtsfeier, die wir letzte Woche online feiern konnten. Und ihr hattet ja gefragt nach unseren Biererweckungsmomenten. Und tatsächlich war das bei mir ein bisschen anders, weil man sollte ja eigentlich denken, hier in unserem für Bier bekanntes, weltweit bekannten Land, ist ja wohl logisch. Also da ist man eben hier zum Biertrinken gekommen und auch hier in meiner Gegend gibt es ja genügend Brauereien und Biere, die ja eigentlich sehr ansprechend sein sollten. Aber das war eben immer alles nicht so mein Ding und gut, wenn man ja auch noch Jugendlicher ist oder ja, dann denkt man jetzt, wenn einem ein Bier mal nicht schmeckt, dann probiert man jetzt vielleicht auch nicht weiter. Und mein persönlicher Biererweckungsmoment war tatsächlich in Dublin, beziehungsweise zuvor schon mit dem allseits bekannten Dubliner Bier Guinness, das ich tatsächlich hier schon mal probieren durfte, aber die Atmosphäre einfach dann in Irland mich so mitgerissen hat. Also jeder, der ja schon mal in einem Pub in Irland war und dann auch noch in Dublin direkt in der Innenstadt, weiß, glaube ich, von was ich rede. Das ist einfach nochmal komplett was anderes und das hat mich dann wirklich verzaubert und in seinen Bann gezogen. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich dann, wo meine Neugierde so geweckt wurde, wo ich dann wirklich angefangen habe, immer wieder neue Biere zu probieren, immer in Läden gegangen bin und mir Kisten zusammengestellt habe mit verschiedensten Bieren. Und ja, da war mein Interesse einfach geweckt. Und das habe ich einfach dem Reisen natürlich zu verdanken. Weil wer weiß, vielleicht wäre ich sonst gar nicht dazu gekommen und hätte gar nicht so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Hendrik Lobau, Teil der Hobbybrauergruppe Hamburg und auch ein ganz großer Bierfan. Ich hatte tatsächlich zwei Biererweckungsmomente. Nummer eins war Anfang 2012 in Cork, Irland.
Dort gab es von der Franciscan Well Brauerei ein wunderbares Red Ale namens Rebel Red. Und ich als Heavy Metal gestählter Konsument war vollkommen überrascht, dass ein Bier gleichzeitig so viel Geschmack haben kann, aber auch richtig schön wegzischbar ist. Nummer 2 folgte dann ungefähr ein Jahr später hier in Hamburg. Das alte Mädchen hatte gerade eröffnet und hatte das Imperial IPA von Ale Mania, damals noch Fritz Ale, am Hahn. Und das war natürlich schon beim Trinken geil, wunderbare Hopfenblume, richtig schöner tropischer Fruchtkorb. Aber der wirkliche Knall kam erst ungefähr eine Stunde später, als ich aufstoßen musste. Und das war so ein fantastischer Hopfenburp, der die ganzen Aromen noch einmal hochgespült hat, dass ich einfach nur dachte, yeah, fett. Vom Bierrübsen kann so magisch sein, aber dieser Jingle ist auch nicht schlecht, Stefan. Ich hatte sehr großen Spaß. Ich habe ihn extra für Henrik gemacht. Ganz fantastisch. Kommen wir zu jemandem, in dessen Laden auch immer rockige Töne sind. Selten so eine Rübsmetal, wie du ihn hier gezaubert hast, aber doch immer gerne laut und rockig. Die berüchtigte Michael Solms Playlist, und sie spielt in der Craft Beer Bar Hamburg. Michael Solms ist Gründer und Inhaber der Craft Beer Bar Hamburg, wie gesagt, aber auch der Craft Beer Bar Braunschweig und der Craft Beer Bar Hannover. Er macht Bierfeste, wenn nicht gerade Corona ist, und er ist ein großer Bierliebhaber. Er war schon zu Gast in diesem Podcast, und ich freue mich, dass er auch dieses Mal sich die Zeit genommen hat, mit uns zu schnacken. Also ich glaube, ich würde es in zwei Teile packen. Ich glaube, der erste Biererweckungsmoment war mit 10, als ich heimlich das Bier meines Vaters leer getrunken habe, und das war ein Krombacher. Ich komme aus Siegen, und natürlich trinkt man da Krombacher, weil das wird da um die Ecke gebraut. Und das war, glaube ich, das erste Mal. Aber das war, glaube ich, sagen wir mal, eine Erweckung, aber sicherlich eine eher negative Erweckung, weil das einfach auch nicht geschmeckt hat. Es war einfach nur bitter und eklig. Und ich glaube, dadurch habe ich erstmal, nach dieser Erkenntnis, habe ich erstmal meine Karriere als Barmann oder Kneipenbesitzer erstmal ad acta gelegt und mich anderen Sachen gewidmet. Und das Zweite war sicherlich ein Moment, wo ein Kumpel aus Belgien ins Gig gekommen ist, nach Hannover, und hat mir 5 oder 6 verschiedene belgische Biere mitgebracht. Das war so vor 15 Jahren. Die habe ich aber stehen lassen, weil die mich nicht interessiert haben. Also Bier hat mich schon interessiert, aber das war ein Lager. Also wir sind oft nach London gefahren und haben ganz, ganz viel Bier getrunken und dachten, das wäre so geil, weil wir kannten eigentlich, fanden das schon geil, dass einfach da so 10 verschiedene Lager am Bier, am Hahn waren. Auch die Real Ales haben uns da noch gar nicht interessiert. Aber sagen wir mal schon, diese Vielfalt an englischen Lagers war schon cool. So, dann standen diese belgischen Biere da, und ich habe sie einfach nicht angefasst, weil es mich einfach auch nicht interessiert hat. Und irgendwann habe ich dann diese Biere geöffnet, da war ein Hugarden dabei und auch ein Leffe. Und da hat es eigentlich dann wirklich Klick gemacht. Und das war wirklich der Punkt oder der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, hey, es geht ja doch noch was anders als Lager. Es gibt obergärige, tolle Abteibiere aus Belgien oder dieses gigantische Hugarden Witt, was immer noch in meinen Augen das Beste ist. Und damit hat es eigentlich angefangen, und dann ab dem Zeitpunkt sind wir auch nicht mehr nach London, also auch nach London, aber auch eben nach Belgien gefahren. Und wenn wir in London waren, haben wir eben auch andere Biere probiert. Also das war schon dieser richtige Biererweckungspunkt, abseits von Pilz und Lager. Wenn wir alle
Runter geht's mal wieder in den Süden der Republik zu Daniel Stenglein aus Franken. Der Mann ist quasi professioneller Hobbybrauer und einer der Administratoren der berühmten Hobbybrauergruppe auf Facebook und hat außerdem den Bierblog Ungespundet, wo er auch Tastings anbietet. Hallo, schöne Grüße aus Bamberg. Daniel Stenglein hier. Ja, im Landkreis Bamberg kommt man unweigerlich schon sehr früh in den Kontakt mit Brauereien. So sind wir früher eigentlich regelmäßig in die verschiedenen handwerklichen Familienbetriebe gefahren. Sonntag zum Essen, ja, unter der Woche auf dem Bierkeller. Und ich habe auch schon ganz bald in der Brauerei von meinem Onkel gejobbt. Aber der eigentliche Moment, der war vor ein paar Jahren beim Arbeitskollegen in seinem Schrebergarten, als wir das erste fränkische Kellerbier gebraut haben. Der hatte schon Ahnung von untergärigen Bieren und ja, da haben wir halt dann, ich durfte noch selber schroten etc. Und ja, das war ein ganz cooles Erlebnis. Und als ich dann wenige Wochen später das Bier abgeholt habe und nach Hause gebracht habe, das war im Sommer, habe ich dann auf meiner Terrasse das Bier aufgemacht und dachte mir so, wow, das funktioniert ja. Und das war so und seitdem gilt eigentlich, give a man a beer and he wastes an hour, teach him how to brew and he wastes a lifetime. Durch Bier ganz viele Leute kennengelernt, tolle Freundschaften auch. Ja, Bier verbindet. Ja, that's it. Schöne Grüße nochmal. Ciao. Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier. Und jetzt geht's nach Bonn, denn dort lebt und arbeitet Jutta Knoll. Und sie macht dort einen ganz fantastischen Job als Biersommeliere. Das kann man unter anderem auf Instagram verfolgen. Dort findet man sie unter dem Namen Biertasting Bonn. Liebe Regine, lieber Stefan, hier ist die Jutta, Biertasting Bonn. Ein großer Fan von euch. Ich liebe euren Podcast. So, und als ich gehört habe, dass ihr nach dem Biererweckungsmoment gefragt habt, habe ich direkt Bock gehabt, mich zu beteiligen. Leider ist mir nichts eingefallen. Ich habe hin und her überlegt und im Endeffekt habe ich gemerkt, dass ich ganz viele davon habe. Und ja, ich fange mal an und hoffe, der Text wird nicht zu lang. Ich hatte das Glück, dass ich meine letzten Schuljahre in Brüssel verbracht habe. Und eigentlich war das mein Einstieg ins Bier, das Kirschbier. Das Krieg, ja, wie alt ich genau war, muss ich ja jetzt nicht von mir geben. Aber auf jeden Fall hat mich das ganz am Anfang gefesselt. Und das habe ich jetzt erst in den letzten Jahren wieder neu kennengelernt. Dann habe ich auch eine Zeit in Bayern gewohnt, weiß aber nicht, ob ich da schon Bier probieren durfte. Auf jeden Fall waren wir häufiger in Andechs und ich erinnere mich entweder von da oder später bei Besuchen in Bayern, die immer zwangsläufig zu Kloster Andechs geführt haben, dass ich das dunkle Bier großartig fand. Das war so irgendwie der Beginn meiner Andechs-Leidenschaft. Neulich habe ich festgestellt, dass die da irgendwie nur Bockbier haben. Ich weiß nicht, ob das immer so war oder ob die früher auch dunkel hatten. Auf jeden Fall mochte ich den immer schon total gerne. Ja, und ein eigentlicher Erweckungsmoment ist bei mir beim Thema Stout gewesen. Denn ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht. Zumindest in meinen Tastings haben ganz viele Leute am Anfang mit Stouts Schwierigkeiten, mögen die nicht so gerne. Und ich fand Stouts am Anfang auch verhältnismäßig anstrengend zu trinken, vor allem natürlich die stärkeren. Und irgendwann kam mir das Katerfrühstück unter von Schoppe und das hat mich total fasziniert, tut's bis heute mit dieser Vanillenote, dieser Cremigkeit, dieser Wärme. Das ist, würde ich sagen, ja, ein absoluter Stout-Erweckungsmoment gewesen. Seitdem liebe ich sie. Gerne auch fassgereift. Und da habe ich noch einen Erweckungsmoment. Mein liebstes, erstes fassgereiftes Bier war der Bourbon Barrel Doppelbock von der Vulkanbrauerei. Den finde ich immer noch großartig, auch wenn jetzt natürlich viele, viele andere tolle dabei sind. Ja, aber das war, glaube ich, auch ein fassgereifter Erweckungsmoment. So, das war jetzt ganz schön viel Text.
Die nächsten beiden haben wir zusammengefasst, weil sie nämlich auch zusammen einen Blog gegründet haben, und zwar die Hopfenjünger. Das sind einmal Johannes Meyer und Alexander Fiegen, den man auch besser als Figo kennt. Und beide sind Diplom-Biersommeliers. Ja, moin liebe Hopcast-Hörer. Hier spricht der Figo von den Hopfenjüngern. Ja, was war mein Biererweckungsmoment? Das wird jetzt schon so knapp 10 Jahre her sein. Da habe ich während meiner Studienzeit in Trier im Blesius Garten gearbeitet. Das ist ein Hotel, Restaurant und ja, Gastronomiebetrieb mit einer Hausbrauerei namens Kraftbräu, mit einem anhängenden Biergarten und Braugasthaus. Und da habe ich nebenbei, wie gesagt, gearbeitet und dann natürlich so die hiesigen Biere dort kennengelernt. Irgendwann haben die auch angefangen, saisonale Bierstile einzubrauen und auch ein IPA. Als ich dieses Bier verkostet habe, es war, als hätte sich eine verschlossene Türe geöffnet. Das war aromatisch und geschmacklich so faszinierend für mich. Das hat mich vom Hocker gehauen. Was da los war im Glas, das konnte ich zuerst fast gar nicht begreifen. Ja, dass ein Bier so riechen und schmecken kann, war mir vorher gar nicht bewusst. Ja, und so ist eben ein neues Hobby, eine neue Leidenschaft entstanden daraus. Und wir Hopfenjünger haben dann viele Biertastings unter uns veranstaltet. Wir sind auf vielen Bierfestivals gewesen und haben auch Bierreisen unternommen im In- und Ausland. Und dadurch entstand eben auch der Wunsch bei mir, dass ich mich weiterbilden wollte in dem Bereich. Ich habe dann meinen IHK-Bierbotschafter gemacht und danach noch den Diplom-Biersommelier. Das heißt, aus dem Hobby ist eigentlich noch viel mehr entstanden, denn ich bin auch beruflich mit dem Thema Bier verbunden. Hallihallo, der Hopfenjünger Johannes hier. Ja, ich hatte meinen Biererweckungsmoment in Trier. In Trier, wer hätte das gedacht? In eurer Titelmusik von Flensburg bis Trier steckt also mehr Wahrheit, als ihr denkt. Ja, und ich komme eigentlich aus dem Kreis Bitburg und ich war immer mit BIT auf dem Autokennzeichen unterwegs und habe immer gedacht, seht her, ich komme aus dem gelobten Bierland. Aber dann im Frühjahr 2014, der Moment, mein erstes IPA. Crew Republic 745 Escalation. Dieser Geruch, dieser fruchtig hopfige Geruch, dieser ganz andere Geschmack, diese unfassbare Bittere. Ich wusste, bis dato hatte ich keine Ahnung von Bier und ab dem Zeitpunkt war ich infiziert vom Biervirus und meine Bierleidenschaft eskalierte. Stefan, jetzt wird sportlich, ein Kollege von uns spricht. Oha. Michael Hein. Kennst du den? Nee. Du bist auch nicht Riesenfußballfan und sicherlich, ich weiß, es ist dir der FC St. Pauli aber schon sympathisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn dann der FC St. Pauli. Das wird ihn freuen. Michael Hein ist Riesenfan dieses Vereins. Also das geht weit über Sympathie hinaus, glaube ich. Er ist einer der Hosts des Podcasts und Blogs Millanton. Und er ist aber auch Bierliebhaber. Und wenn man ihn trifft, das tut man häufig, wenn nicht Corona ist, auf den gängigen Bierveranstaltungen, dann merkt man schnell, der Mann kennt sich auch aus. Umso schöner ist es, dass er uns verrät, wann denn diese Bierleidenschaft ihren Anfang nahm. Ja, liebe Regine, lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung heute. Ihr habt mich gefragt nach meinem Biererweckungsmoment und da musste ich schon ein bisschen zurückdenken. Also es müsste so im Jahr 2005, 2006 gewesen sein, als meine Freundin anfing, mir jedes Jahr einen Bier-Adventskalender zu schenken, den, ja, nicht so wie heute, dass man den einfach fertig bestellen kann, sowas gab es gar nicht, sondern sie ist dann immer zum Haus der 131 Biere gefahren, nach Berne, hat sich beraten lassen und hat mir jedes Jahr nach bestimmten, ja, nach Regionen oder nach Bierstilen einen Kalender zusammengestellt. Und das fand ich schon super und das hat mich eigentlich schon, sag ich mal, gepackt. Aber der größte Erweckungsmoment müsste so im Herbst 2010 gewesen sein. Da kam sie an, also da wohnten wir noch in Winterhude, kam sie an, sagte, sie war bei Edeka Mühlenkamp einkaufen und hat mir was mitgebracht. Und ich so, ja, zeig doch mal. Und das war ein Karton mit einer Champagnerflasche augenscheinlich mit zwei Gläsern drin und ja, ich dachte so, danke, Champagner, okay. Ja, beim näheren Betrachten stellte sich raus, das war
von Braufaktum, ein IPA, und zwar das Progusta mit 6,6% Alkohol und wie gesagt in der champagnerartigen Flasche. Und ich habe das dann getrunken und für mich war das ein völlig neues Erlebnis, diese ganzen Geschmacksnuancen, diese Zitrusfrüchte, und dachte so, das kann doch gar kein Bier sein, und dachte aber im nächsten Augenblick, ach, das kann also auch Bier sein. Und dann fragte ich sie, Mensch, was hat denn das gekostet? Und so sagt sie, ja, 15 €, fand ich auch ein bisschen teuer, aber ich so, 15 € für eine Flasche Bier? Naja, wir müssen darüber nicht reden, ihr kennt die Preise für gute Biere. Mittlerweile ist das für uns alle irgendwie völlig normal, damals war es das nicht. Und auf jeden Fall war das mein Moment, der mich zum Bier gebracht hat. Und seitdem habe ich das ganze Thema halt nochmal wahnsinnig eskalieren lassen und kann mir eigentlich heutzutage ein Leben ohne gute Biere gar nicht mehr vorstellen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Jahreswechsel, ein tolles Jahr 2022 und bis bald. Tschüss! Oliver van der Velde ist auch Teil der Hobbybrau Hamburg Gruppe. Olli, ich habe noch ein Bier von dir im Kühlschrank stehen, das helle. Bernd hat mir das artig gegeben. Ich werde Bericht erstatten, wenn ich es getrunken habe. Moin Regine, moin Stefan. Mein Biererweckungsmoment. Ich glaube, das muss so um die 2013 gewesen sein, 2013, 2014. Wir haben mit einer Gruppe von Kollegen und Kolleginnen einen Ort gesucht, wo wir ein lokales Event-Happening abhalten können, und sind irgendwie auf die Ratsherrn-Brauerei gekommen und haben dann da eine Brauereiführung mit anschließendem Tasting gebucht. Und die Brauereiführung dauerte, denke ich mal, so 90 Minuten. Das Tasting zog sich am Ende 4,5 Stunden hin, nicht zuletzt, weil der Tastingleiter, ein sehr enthusiastischer junger Kerl, irgendwie so fasziniert war von seiner Materie des Bierbrauens und des Tastens. Ich bin sogar der Meinung, es waren nicht nur Ratsherrnbiere, die da verkostet wurden. Wir wurden auf jeden Fall irgendwann um 23 Uhr dann vor die Tür gesetzt. Und aber nicht ohne, dass der Kollege da, der das Tasting veranstaltet hat, uns alle noch eindringlich darauf hingewiesen hat, dass in den kommenden Tagen die Craft Beer Days auch in den Schanzenhöfen stattfinden werden. Und die müssten wir unbedingt besuchen. Und gesagt, getan, sind wir dann auch die paar Tage später, glaube ich, mit voller Mannschaft dann zu den Craft Beer Days gegangen und teilgenommen und haben dann da auch einen ganzen Tag und ich glaube auch einen ganzen Abend verbracht und mit vielen tollen Leuten gesprochen. Und ich glaube, das Hauptsächliche an der ganzen Geschichte war weniger das Bier, was auf jeden Fall spannend war, als mehr die Leute und unter anderem auch die Hobbybrauer Hamburg, als aber auch die anderen lokalen Brauer, die da vor Ort waren, die so enthusiastisch über Bier gesprochen haben, dass mich das dann dazu gebracht hat, irgendwie solchen Events dann öfters beizuwohnen, wo ich nur konnte. Und nach einiger Zeit dann durch die Hobbybrauer Hamburg, die dann bei den Events auch immer vertreten waren, schließlich dazu gebracht wurde, selber Bier zu brauen. Und von daher war mein Erweckungsmoment, glaube ich, weniger das Bier als mehr die Menschen hinter dem Bier, nämlich die Brauer oder genauer gesagt der die Brauereitour veranstaltet hat, die mich dann dazu gebracht haben, Bierenthusiast zu werden. Und ich glaube, wenn ich mir meinen Kühlschrank hier so angucke, dann kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich Enthusiast bin. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Lieber Oliver, auch unser Kühlschrank spricht die Sprache eines Bierenthusiasten oder einer Enthusiastin in diesem Falle. Und ich kann mir vorstellen, dass der Kühlschrank der Dame, die sich jetzt zu Wort meldet, auch so eine Sprache beherrscht. Sie hört auf den Namen Jana Schinnagel, sie ist Biersommeliere, sie hat den Abschluss mit mir zusammen gemacht an der Deutschen Bierakademie im Frühjahr 2021 und sie leitet den Bereich B2B Großhandel bei der Bierothek. Also für meinen Biererweckungsmoment muss ich gar nicht so weit zurückgehen. Ich bin nämlich eigentlich noch gar nicht so ultra lang drin in diesem Thema. Ich habe 2017 angefangen, in der Bierothek Nürnberg zu arbeiten, eigentlich nur als Aushilfe. Grüße an dieser Stelle an Steffen, der mich damals eingestellt hat, obwohl ich gar keine Ahnung hatte von gar nichts. Ich habe höchstens mal ein Feierabendbierchen getrunken hier irgendwie bei uns in der Gegend. Das nächstbeste war Zürndorfer. Und der Steffen hat mir alles beigebracht, was ich damals wissen musste. Ich bin unendlich dankbar. Ohne Steffen wäre ich auch nicht hier, wo ich heute bin.
Und ich muss ehrlich sagen, mir hat damals alles gar nicht so gut geschmeckt. Das hat mich alles gar nicht so wirklich begeistert. Also hat ein bisschen gedauert auf jeden Fall. Wir haben viel, also Pale Ales getrunken, IPA. Und irgendwie fand ich die alle gar nicht so gut. Also ich weiß noch, mein allererstes, in Anführungszeichen, Craft Beer war ein IPA aus Nürnberg. Und ich dachte mir nur so, also ich weiß nicht. Der Moment kam dann später, als der Steffen mir den Schokobär der Hopferei Hertrich gegeben hat oder mit mir verkostet hat. Der Ralf Hertrich macht jetzt nun leider keine Biere mehr. Das ist unendlich traurig. Ich ärgere mich jeden Tag, dass ich nicht mehr meinen Vorrat noch besser aufgestockt habe. Alles von dem war durch die Bank wunderbar. Aber der Schokobär und wie Steffen mir damals noch erklärt hat, irgendwie beim gemeinsamen Trinken, ja, das war also, wie diese Aromen sich verändern, wenn es wärmer wird von der Temperatur her. Am Anfang war das geruchstechnisch irgendwie, wenn es wirklich Kühlschrank kalt rauskommt, so kalte Aschenbechernoten. Und dann hat man das ein bisschen in der Hand, das Glas, und es wird so richtig wunderschön weich, röstig, schokoladig, bisschen Kaffeenoten. Es war ein Traum, ich hätte mich reinlegen können und könnte es heute noch tun. Ja, und wie gesagt, Steffen hat mich komplett begeistert für dieses ganze Thema. Nur wegen Steffen bin ich zur Biothek gegangen und habe dann mein Biersommer jetzt noch gemacht. Kommen wir zu einem anderen Bierpärchen sozusagen. Nadja und Patrick Schäfer, die Gründer des Bierblogs Hobbythek. Und ja, genauer haben wir die ja eigentlich kennengelernt, als du die Ausbildung zur Biersommelier gemacht hast bei der Bierakademie. Da waren die beiden auch dabei und ich habe ja immer von der Seite zugeguckt als Schattensommelier und hinterher beim Aftershow-Trinken mitgemacht. Und da sind die beiden uns auch sehr ans Herz gewachsen. Und du hast vor allen Dingen auch die ganzen Biere ausgetrunken, soweit ich mich erinnere. Reiner Restetrinker. Ja, der Moment, wo ich gemerkt habe, dass Bier etwas Besonderes für mich ist, war bei einem Tasting in Köln bei meinem Bruder im Jahr 2012. Dort hatte mein Bruder und seine damalige Freundin mehrere Biere. Die genauen Sorten weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, aber ich kannte halt von zu Hause nur die altbekannte Stubi-Flasche und es war schon echt interessant und lustig, was man alles aus so einem Bier herausschmecken kann, und da hat so langsam angefangen, dass mein Interesse an Bier doch geweckt wurde, was ich vorher eigentlich so gar nicht kannte. Ja, bei mir war es tatsächlich auch dieser Schlüsselmoment in 2012 bei diesem Tasting, wo man dann tatsächlich mal Kreativbiere ganz anders kennengelernt hat und wie Nadja vorher auch schon sagte, dass man dann hier aufgewachsen ist und dann halt mit dem Pilzbier groß wird und schon mal gerne Bier getrunken hat, aber tatsächlich noch nicht so in die Materie reingeschaut hat. Und an diesem Abend, das war sehr, sehr interessant und hat Spaß gemacht. Man hat sich dann immer mehr damit beschäftigt und sich auch eingelesen, selbst mal diverse Biere gekauft, die anders waren als das, was im Standard-Supermarkt-Sortiment steht. Ja, und genau da würde ich auch bezeichnen, diesen Moment, wo es Klick gemacht hat. Und dass es dann jetzt bis heute immer noch so ist, dass viele kreative Biere einfach diesen Moment erwecken, das ist doch schon toll. Henning Frees ist Mitbegründer und Inhaber der Wittorfer Brauerei in Neumünster. Und er war auch schon zu Gast in unserem Podcast. Das ist eine ganz wunderbare Folge geworden. Und es ist eine ganz wunderbare Brauerei mit wirklich schönen Bieren. Und er hat sich bereit erklärt, mitzumachen und hat uns seinen Biermoment geschickt. Es ist ein Biermoment aus dem Jahre 2021. Ein Moment in einem sicherlich nicht ganz leichten Jahr für diese im Grunde noch sehr junge Brauerei. Moin, hier ist Henning von der Wittorfer Brauerei. Ja, mein Biererweckungsmoment des Jahres war, als ich zum ersten Mal abends in unserem neuen Biergarten der Waldbühne gesessen bin. Das Wetter war schön, die Leute waren gut drauf, es lief gute Musik und in der Hand hatte ich ein großes Glas von unserem Trick 17 Pale Ale, das an dem Abend einfach perfekt geschmeckt hat. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
wenn wir uns hoffentlich alle wieder zum Bier trinken treffen können. Macht's gut! Christian Hans Müller, Gründer, Braumeister und CEO von Hanskraft & Co. in Aschaffenburg, haben wir 2020 in Lingen bei der Lingener Bierkultur kennengelernt und auch mal ein Bierchen zusammen getrunken. Und wir freuen uns, dass auch er dabei ist. Mein bisher größtes Aha-Erlebnis stammt noch aus meiner Zeit in Chicago, als ich mit dem 13th Hour von Samuel Adams mein allererstes Imperial Stout getrunken habe. Von dem Moment an war mir erst so richtig bewusst, dass es beim Bier keine Grenzen zu geben scheint, dass die unterschiedlichsten Ausprägungen immer fantastische Erlebnisse bereithalten. Und ja, das haben wir in unseren Bieren auch immer umzusetzen versucht und werden es immer wieder so tun. Solche Erlebnisse hat man nicht allzu oft und man denkt jedes Mal, was kann das noch toppen? Aber man ist immer weiter auf der Suche und wird hoffentlich auch immer fündig. Zu Martin Droschke muss man eigentlich nicht viel sagen. Den meisten unserer HörerInnen dürfte er ein Begriff sein. Der hat gleich mehrere Bierbücher verfasst, unter anderem 111 fränkische Biergärten, die man gesehen haben muss. Und viel auch über fränkische Biere, viel im Bereich Reiseführer. Also der Mann ist viel unterwegs und er liebt Biere. Und diese Liebe ist nicht vom Himmel gefallen, auch wenn er in einer Gegend aufgewachsen ist, wo man das quasi in den Genen hat. Und wie er dazu gekommen ist, das erzählt er uns jetzt. Besondere Biererlebnisse sind gefragt, Erweckungserlebnisse, die sich eingeprägt haben und solche Sachen. Da kann ich jetzt mal ein bisschen die Seite der Peinlichkeiten bereichern. Ich bin ja viel weiter im Süden aufgewachsen, in Bayerisch-Schwaben. Das ist dort, wo man auch heute noch Bier nicht aus Gläsern trinkt, sondern aus Eimern, Stichwort Maßkrug. Und dort war es üblich bis weit in die 80er, 90er Jahre hinein, dass man von einem Jugendlichen erwartet hat, wenn er so 14, 15 geworden ist, dass er mal am Frühschoppen teilnimmt, und zwar auf die Art, dass er das, was er in sich hineingefüllt hat, wieder letztlich vor allen Leuten aus sich herausschleudert. Diese Erwartungshaltung, der bin ich natürlich auch sehr gerne nachgekommen. Es war in einem Bierzelt. Der Ort, falls ihn jemand interessiert, hat den Namen Hirblingen. Sowas ist natürlich hinderlich, wenn man dann sich dahingehend entwickeln will, dass einem Bier mehr sagt, als dass es ein Rauschmittel ist. Es hat bei mir tatsächlich auch gedauert, bis ich auf den Geschmack gekommen bin. Also Bier war immer was zum Wegtrinken, bis ich beschlossen habe, mit ein paar Freunden mal eine Rundfahrt durch die Gegend von Pilsen zu machen. Keine Ahnung, was uns dazu getrieben hat. Vielleicht, dass es nicht sehr weit ist und trotzdem schon eine andere Welt. Und da war dann das, was das andere Art von Erweckungserlebnis ist, nämlich die dortigen Kleinbrauereien, unglaublich viele, unglaublich gute Biere, unglaublich innovativ, alles aber auch unglaublich improvisiert. Und
da kommt jetzt ein bisschen die tschechische Biergeschichte mit ins Spiel. Der Kommunismus hat dort ja wirklich alle Brauereien platt gemacht. Das Brauwesen wurde zentralisiert auf den Standort Pilsen und entsprechend groß ist die Inbrunst jetzt dort quasi die Identität übers Bier auch zurückzuholen und entsprechend intensiv arbeiten diese Kleinbrauereien einerseits an traditionell tschechischen Sorten, an deren Wiederentdeckung und andererseits hemmungslos an allem, was international inspiriert ist, was man da so kennt. Mein Tipp wäre das Städtchen Dobšany. Das ist südwestlich von Pilsen. Dort am Hauptplatz gibt es das Lokal Modra Hevetsta, Blauer Elefant, mit Petr Petrucalek als Braumeister. Ein perfektes 12 Grad Lager. Wunderbar. Das Modra Hevetsta hat mittlerweile in Pilsen auch ein Stadtlokal, wie viele andere dieser kleinen Brauereien. Man findet das also mittlerweile sehr gut. Kann ich nur empfehlen und sag nochmal beste Grüße euch in den Norden. Haltet mal die Ohren steif. Kommen wir zu Dirk Baringhorst. Der Mann ist Hobbybrauer aus Borken und wir haben ihn auch kennengelernt bei Regines Biersommelier-Ausbildung. Da das Münsterland eine Pilzregion ist, gab es natürlich auch auf diversen Feierlichkeiten nur Pilz. Auch zum typischen Dessert, die Herrencreme, gab es nichts anderes, was meiner Meinung nach nicht so gut passte. Der Biererweckungsmoment ereilte mich dann vor circa 7 Jahren, als ich ein Tasting geschenkt bekommen habe. Bei diesem Tasting wurden ausschließlich Biere der Schneider Weisse Biere verkostet und begleitet wurden sie durch passende Speisen. Als ich das Thema langsam Richtung Dessert bewegte, war ich mir nicht so ganz sicher, was mich da erwartete. Gereicht wurde ein Aventinus zur Mousse au Chocolat und das hat mich total geflasht. Bier und Dessert funktioniert doch. Und das war für mich Grund genug, mich mit dem Thema Bier näher auseinanderzusetzen. Ich kaufte mir ein Buch, Bier von A bis Z, von Ale bis Zwickel, wo die diversen Bierstile beschrieben wurden. Und im Anhang war ein kleines Kapitel über Hobbybrauen und wo man Equipment herbekommt. Das war quasi der Startpunkt meiner Hobbybraukarriere. Ich kaufte mir Equipment und habe meine ersten Brauversuche gemacht und mittlerweile hat mich da eine Leidenschaft gepackt, die ungebrochen ist und jetzt in diesem Jahr mit dem International, mit der Ausbildung zum International Beer Sommelier endete. Einfach nur, um noch mehr über dieses wunderbare Thema Bier zu erfahren. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Finale. Wir waren gerade dabei, diese Folge zu produzieren. Also mittendrin, da flatterte Ihre Nachricht, Ihre Sprachnachricht in unser Mailfach. Habe den Termin verpasst. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Punktlandung Silvia Kopp. Und wir freuen uns, dass sie dabei ist. Denn sie ist eine der ganz großen Frauen in der deutschsprachigen Craft-Beer-Szene. Silvia Kopp hat ein Buch geschrieben, es heißt Barley and Hops. Es ist ein schönes Standardwerk der frühen Craft-Beer-Szene. Sie hat die Berlin Bierakademie mitgegründet. Sie ist jetzt bei Bart Haas unterwegs an der Hops Academy. Und in dieser Mission haben wir sie auch kennengelernt, und zwar auf der Braubiviale in Nürnberg, wo sie uns die Biere von Bart Haas und die verschiedenen Hopfen vorgestellt hat. Das war ein ganz tolles Kennenlernen, eine sehr charmante, lustige und vor allen Dingen unglaublich kundige Frau. Und jetzt erzählt sie uns, wie diese Liebe zum Hopfen und die Liebe zum Hopfensaft ihren Anfang genommen hat.
Liebe Regine, lieber Stefan, vielen Dank für eure Anfrage. Ich habe 4 Snapshots für euch, die mich mit meinem Bier verbinden. Erster Snapshot: vor 15 Jahren im Stadtteil Saint-Gilles in Brüssel in einem Biercafé. Ich hatte schon einige Trappistenbiere verkostet, aber dieses war anders. Und ihr ahnt schon, welches es ist. Es war trocken, bitter und roch blumig, aromatisch und hat mich total betört. Es war Orval. Damals wusste ich noch nichts von Kalthopfung oder Brettanomyces und wusste aber, es lohnt sich, dem weiter nachzugehen, Biersensorik und Brauen zu erforschen. Und der nächste Snapshot, ein paar Jahre später, da hatte ich die Biersommelier-Ausbildung schon in der Tasche und ich sehe mich für eine Belgien-Reportage in der Abtei Orval und erlebe, wie die Brauer die Säcke mit dem Hopfen aus den Gärtanks ziehen. Ein wunderbarer Moment, ein großartiger Moment und es roch auch wieder so sensationell. Und ich war hin und weg und total verliebt in dieses Bier. Und so ist es auch kein Wunder, Snapshot Nummer 3, dass ich auf einer Verkostung lande, wieder in Belgien, eine Vertikalverkostung von Orval. Allerdings hatte ich gedacht, ich bekomme verschiedene Jahrgänge serviert, aber es handelte sich um Monate. Damals wusste ich noch nicht so genau, wie sich das in der Biersensorik ausdrückt bei diesem Bier, bei meinem Bier. Aber nun ist ja klar, es waren 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate alte Orvals, die wir verkosteten. Und es war toll zu sehen, wie die Belgier darüber diskutieren und sich austauschen, welches ihnen am besten schmeckt. Damals war auch der damalige Brauer Jean-Marie Rock dabei, der sich als der glücklichste Mensch der Welt wähnte. Und ich war damals sicherlich die zweitglücklichste Person auf diesem Planeten. Der 4. Snapshot ist der, dass ich ein paar Jahre später auf der Mondiale de la Bière eingeweiht wurde in die Bruderschaft Orval. Ich habe die Aufnahme bekommen in Les Sorsons d'Orvaux. Und das war eine sehr, sehr große Ehre für mich. Das heißt also, meine Beziehung zu diesem Bier, die Beziehung zwischen Orval und mir wurde da offiziell und auch seriös. Ich war nominiert worden von einem Minister der Provinz Luxemburg, der belgischen Provinz Luxemburg, nachdem ich einen Abend lang mit ihm auf einer Pressereise über Orval geredet hatte. Und so kam es zu dieser wunderbaren Einweihung und Aufnahme. Und seitdem ist es hochoffiziell. Ich und Orval, wir sind ein Team und ich möchte dieses Bier nicht missen. Es gibt bestimmte Momente in meinem Leben, da muss es ein Orval geben. Und wichtigen Menschen stelle ich dieses Bier auch persönlich vor. Und wenn es dann Klick macht, ist es umso schöner. Ich bin sehr froh, dass auch mein Lebensgefährte meine Leidenschaft teilt. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Tja, das war ja ein kleiner Ritt von Flensburg nach Trier, sage ich mal. Und wer hätte gedacht, dass Trier so wichtig ist für die Bierlandschaft in Deutschland? Eine der vielen Überraschungen in dieser Folge. Und es freut mich, dass es offiziell ist, dass Orval und Silvia ein Team sind. Ja. Ein wunderschöner Schlusspunkt. Ich bin froh, dass diese Sprachnachricht gerade noch rechtzeitig hineinflatterte. Auf jeden Fall. Und ja, was war noch spannend? Irgendwie zweimal genannt Kimé Bleu und Brewdog war wichtig. Diverse Leute haben im alten Mädchen ihre erste Biererfahrung gemacht, was natürlich vielleicht auch ein bisschen an unserem Hamburg-Fokus liegt. Bei einigen ist es so, dass diese Liebe mehrere Schlucke brauchte und ich finde tatsächlich durchweg, auch wenn einiges sich vielleicht irgendwie wiederholt, jeder Moment ist dann doch individuell und irgendwie schön. Und ich hatte riesen Spaß daran, die durchzuhören, als die nach und nach hineingeflattert kamen. Und ich bin total dankbar, dass alle mitgemacht haben und sich so viel
Mühe gegeben haben. Ja, vielen Dank nochmal an alle, wirklich ganz toll. Damit sind wir am Ende angekommen, am Ende dieser Folge und am Ende dieses Jahres 2021 sagt Tschüss und dann sind wir mittendrin in 2022, das für uns hoffentlich viele schöne Momente mit Bier, vielleicht auch mal ohne Bier, Hauptsache schöne Momente bereithält. Ja, und der Januar wird ja bei uns auch tendenziell alkoholfrei. Dry January, wie sich das gehört. Ihr wisst, es gibt da diesen Blog vom Bierprediger. Der hat sehr viele gute Tipps für euch, was gute alkoholfreie Biere angeht. Wir werden sicherlich das ein oder andere auch probieren. Unter anderem hat Truma uns eines zugeschickt, ein alkoholfreies. Da bin ich gespannt drauf. Das werden wir dann mal das Freispiel. Genau. Das werden wir dann verkosten. Das steht schon in unserem Kühlschrank. Ansonsten, wenn ihr Tipps habt, dann scheut euch nicht, die uns zukommen zu lassen. Ihr könnt uns auch ganz einfach auf Instagram taggen und dann geben wir das weiter in die Runde oder ihr schickt uns eine Mail an cheers@hopcast.de. Und dann geben wir das in die Community rein. Überhaupt haben wir in den Shownotes dieser Folge bei den meisten unserer Gäste, die einen Instagram-Account haben, auch diesen genannt, also die Kontaktwege, die Webseiten und die Instagram-Namen, damit ihr euch vernetzen könnt und mal gucken könnt, was die eine oder der andere in dieser lustigen, schönen Bier-Community so auf die Beine stellt und so treibt. Und was haben wir noch, Stefan? Wir haben keine Termine. Wir haben die Bitte, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihn euren Freunden zu empfehlen, eurer Familie, allen, die ihr gern habt, damit dieser Podcast wächst und gedeiht und mehr Reichweite hat. Denn je mehr Hörer wir haben, desto mehr Aufmerksamkeit haben auch wir und unsere Gäste. Und dann, Stefan? Trinken wir am Ende alle besseres Bier. Wow! Genau, das würde uns riesig freuen. Dieses Projekt ist ein leidenschaftsgesteuertes und wir freuen uns natürlich wahnsinnig über euren Support und den brauchen wir auch. Spotify hat jetzt Bewertungen eingerichtet, deshalb scheut euch auch nicht, uns zu bewerten auf den gängigen Kanälen. Vielleicht auch mal eine kleine liebevolle Bewertung auf Spotify hinterlassen, damit wir auch dort ein bisschen wachsen. Das wäre cool. Ja, und ansonsten sage ich mal, ihr findet uns auf Instagram, Facebook, ihr findet uns auf der Homepage natürlich über unsere Homepage www.hopcast.de. Dort findet ihr auch die Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt sind wir eigentlich am Ende angekommen, Stefan, oder? Ja, ich denke auch. Wir wünschen euch allen ein schönes neues Jahr und natürlich erstmal einen guten Rutsch und dann ein tolles neues Jahr 2022. Und wir hören uns am 28.01. wieder, immer am letzten Freitag im Monat um 9 Uhr. Ahoi! Und komm gut rein. Tschüss. Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Guck